Hallo liebes Publikum, HBK hier und ihr seht eine neue Folge von Let's Play Pflanzen gegen Zombies 2. In der letzten Folge habe ich euch zwar gesagt, ich möchte die Piñata Party nochmal schaffen, also wir haben den Triplinator freigeschalten, aber ich habe die dann den Tag doch nicht nochmal aufgenommen, einfach weil ich dann andersweitig beschäftigt war. Und hier haben wir die extra knusprige Nuss. Gucken wir uns die einfach mal an. Die zweite der neuen Pflanzen. Also schauen wir uns mal an, wie die funktioniert. Ah, okay, gut. Hier haben wir jetzt zum Beispiel die, sagen wir mal, die Mittelalter-Sonnenblume. Nicht Mittelalter, sondern vom Jurassischen Moor. Was die macht, kann ich euch gleich zeigen. So, gucken wir uns erstmal die Nuss hier an. Nämlich, man kriegt von dieser Pflanze, die kostet, also von der Sonnenblume hier, die kostet 75, man kriegt aber auch 75 Sonne jeweils immer ab. Okay, die knabbern jetzt an den Nüsschen rum. Und deswegen ist die Sonne, ist die Sonnenblume eigentlich ziemlich gut. Weil die vom Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich mit am besten ist. Die gibt nur 25 Sonne weniger als die Doppelsonnenblume, kostet aber jetzt nicht so viel mehr. Also die kostet jetzt nicht 100 Sonne, dann wird es sich schon nicht mehr rentieren. Sondern ich finde, für 75 Sonne ausgeben und 75 jeweils dann immer zurückbekommen, ist das schon ziemlich gut. Und das ist das, was die Nuss offensichtlich macht. Wenn sie zu weit gegessen wurde, sprengt sie sich in die Luft. Deswegen heißt sie auch Sprengnuss. Also mal gucken, wie der Gargantua darauf reagiert. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Gucken wir mal, was macht denn das hier dann? Ah, okay, die kriegt dann einfach auch eine Ummantelung. Die auch nochmal einen Explosionseffekt macht. Das ist ziemlich gut. Bam! So. Die Sprengnuss ist ziemlich cool. Die Sache ist, ich werde sie aber trotzdem nicht kaufen. Weil das ist leider eine Pflanze. Leider kann ich sie nicht weiter benutzen, weil das eine Pflanze ist, die man halt kaufen muss. So rum. Wollte ich das jetzt eigentlich sagen. Und wie ich euch gesagt habe, ich werde definitiv keine Pflanze kaufen. Da werde ich auch dabei bleiben. Weil man muss für dieses Spiel definitiv nichts kaufen. Mit richtigem Geld. Mit den Diamanten und sowas alles, ganz klar. Damit werde ich mir Pflanzen neue kaufen. Das ist, steht außer Frage. Wow, die mit der Zeitung, ey. Die sind aber auch verdammt fix mit Essen, ne? Der hat dreimal abgebissen und schon war die Pflanze weg hier. So, die Sprengnuss ist weg. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich und es ist die letzte Welle. So, da ist ein Gargantua. Der könnte am besten eine Nuss vors Gesicht bekommen. Ich hätte sie aber auch auf der richtigen Reihe platzieren müssen dafür. Bam. Natürlich wirft er jetzt sein Würstchen. Das hört man auch nicht alle Tage jemanden sagen. Bam! Sehr gut. Okay, der da oben ist irgendwie in den Power-Modus gegangen. Nachdem seine Zeitung weg war. Gut, okay. Und der kann jetzt da den Sonnen... Den Rasenmäher, nicht den Sonnenmäher. Rasenmäher aus... Mann, auslösen. Neues Kostüm! Reggie! Reggie-Blumerang. Und wir haben ein paar Power-Ups bekommen. Oh yeah, das sieht nett aus. Das war mal ein sehr interessantes Level. Bling. So. Verstärkung, Verstärkung, sehr gut. Dann haben wir doch eigentlich ganz coole Verstärkungen hier. Wahrscheinlich werde ich sogar den Großteil davon nutzen. Einfach nur aufgrund dessen, weil ich ja halt zum Beispiel das Stachelgras hier sehr gerne benutze. Hier, die Dornbüsche. Denkt daran, schütze diese Pflanzen.
Und lassen die Boden nicht über die Planke gehen. Okay, das ist jetzt natürlich schwierig. Aber durchaus nicht unmöglich. Also mit denen ist das ist echt nicht das Problem, würde ich jetzt mal schätzen. Ja, obwohl, machen wir mal so und machen wir... Was wollen wir noch einsetzen? Die haben auf jeden Fall keine Eimer. Zombies. Ach, einfach den Triplinator. Warum nicht? Ich werde den wahrscheinlich eh nicht benutzen. Aber so haben wir ihn vorsichtshalber dabei. Und hier unten die Power-Ups vorsichtshalber zu haben, ist auch gar nicht mal so verkehrt. Habe ich im privaten Spiel zumeist eben nicht. So, dann kommt erstmal hier. Direkt erstmal Verteidigung. So, zack. Nee, und gerade eben diese andere Sonnenblume, die kriegt man halt nur im Jurassischen Moor. Ach so, warum mache ich denn das jetzt schon? Der hätte den doch da einfach runterwerfen können. Der hätte ich hier ganz in Ruhe alles aufbauen können. Naja. Deswegen würde ich zum Beispiel gerne das Jurassische Moor gerne machen. Einfach nur, weil das halt ziemlich gute Pflanzen sind, die man da bekommt. Und das ist der Special von Stachelkraut. Es zieht alle Zombies zu seinem Punkt hin und macht halt durchgehend auf der gesamten Reihe Schaden dabei. So, hier unten kommt einer. Den wollen wir natürlich jetzt auch erstmal einbuddern. Jetzt mal Buddha auf dem Kutter. Alles im Lot auf dem Boot. Alles im Buddha auf dem Kutter. So, natürlich geht das Stachelkraut dann natürlich auch noch kaputt, wenn ein Fass darüber rollt. Aber wie wir wissen, verstärkte Pflanzen können nicht draufgehen. Jedenfalls nicht, während gerade ihr Special läuft. Das haben wir ja gelernt aus den Kommentaren von der lieben Shireen. Dankeschön dafür. Habe ich hier noch eins? Nee, habe ich nicht. Hier, bitte. So, einmal nach hinten. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Und das ist doch schon die letzte Welle. Das ging irgendwie zu einfach. Ich glaube, das lag so ein bisschen daran, dass wir das verstärkte Stachelkraut haben. Oh Gott, der überrollt jetzt einfach. Oder? Ne, das dauert ein bisschen, aber das ging trotzdem viel zu schnell dafür. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, nein, 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 Sonne, Sonne, Sonne. Danke. Huiuiuiui. Das war knapp, das war knapp. So, machen wir noch das und schon haben wir's. Alter Schwede. Ein Geschenk. Gucken wir es uns doch mal an. Wahrscheinlich ein Kostüm für den Triplinator, nicht wahr? Na komm, zeig's mir. Was wird es denn? Besiege Gargantuas ist wieder bei uns im Questlog, alles klar. Jawohl, und zwar Deppy Day Pfannen auf dem Kopf. Hm, passt irgendwie. Nächstes Level, haben noch genug Zeit in der Folge heute, noch genug Zeit. Nein. Ja. Erledige 20 Zombies in 30 Sekunden. Klingt machbar, würde ich sagen. Es klingt durchaus machbar. So, hauen wir rein. Das wird ziemlich simpel werden, nehme ich an. Na wohl, 20 Zombie in 30 Sekunden. Schaffe ich das überhaupt ohne Power-Up zu benutzen? Hm, gute Frage. Gute Frage. The Zombies are coming. Ja, ja. Das sollte jetzt hoffentlich so funktionieren, dass er den dann einfach darunter schmeißt. So, und?
Es hat funktioniert, sehr gut. Die Bohne ist dann immer noch so ein bisschen am Schlafen und dann ist auch gleich wieder funktionsfähig. Das dauert nicht allzu lange. Und das ist doch ganz gut so. Brauchen wir noch Sonne? Oder reicht uns das jetzt aus? Ich pflanze mir einfach noch eine Sonnenblume. Oh Gott, wir brauchen hier ein bisschen Butter, der da oben kommt. Wenn ich das nicht gemacht hätte, durch. Und auf der brauchen wir jetzt auch eine. So. Da kommt auch Butter hin. Ich denke, jetzt wird das so langsam hier. Und alles einmal bitte einbuttern. Das hätte ich wohl eine Sekunde später machen sollen. Dann wäre das vielleicht ein bisschen effektiver gewesen. Ah, wir haben es nicht ganz geschafft mit den Zombies. Noch nicht. Die Leiste ist noch nicht ganz voll. Doch, wir haben es geschafft. Überfall! Verdammt. Verdammt sind das viele Zombies. Holy moly. Heiliges Posaunenrohr. My loving Mr. Singing Club, mein lieber Herr Gesangsverein. Was soll denn das? Ah! Panik. Ich plante hier gerade mehr aus Panik als alles andere. Okay, das war dumm, die da einfach direkt in die Imps reinzumachen. Nö! Nicht mein Drachenmäulchen. Ich muss gerade auch die ganze Zeit immer so ein bisschen Ohr offen halten, nicht dass Nachbar klingelt. Hab nämlich ein paar Pakete angenommen. Wenn ich das nicht höre, ist das irgendwie ein bisschen suboptimal. So. Sieht so aus, als würden wir das doch noch schaffen. Ich glaube, es könnte schlimmer aussehen. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich und es ist die letzte Welle. So, falls irgendjemand zu weit vorkommt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es geklingelt hat oder nicht. Ich hoffe, mein Nachbar würde nochmal klingeln, falls dem so ist. Wenn er mich denn durch die Wand hört und sieht, ey, da ist ja doch einer da, ich klingel mal nochmal. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. So, oben der ist durch. Das Problem ist aber daran genau das hier. Nämlich, dass die Kanone da oben noch Imps wirft. Die schießen noch die Zwerge durch die Gegend. Was nicht so schön ist. So, natürlich musste auf der Reihe jetzt noch mehr kommen auf der zweiten. Wo gerade eben erst der Rasenmäher aktiviert wurde. Uiuiui, uiuiui. So, wieder auf das Stachelkraut bitte rauf. Okay, unten der Rasenmäher ist auch drauf. Gegangen, aber wenigstens werden die beiden noch fertig gemacht. Und zwei Rasenmäher haben wir ja noch. Hui, 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 hui. Was war das denn bitte für ein Level? Das habe ich wahrscheinlich jetzt viel knapper aussehen lassen, als es eigentlich war. Als es nötig war. Wie auch immer. Beim nächsten kriegen wir dann den Stachelstein. Nicht zu verwechseln mit einem Stachelschwein. So, nächstes Level. Also es stand jedenfalls noch ein Level übrig. Also von dem her würde ich einfach mal schätzen, dass jetzt gleich das Stachelstein-Level kommt. Überlebe einen Zombie-Angriff mit den vorgegebenen Pflanzen. So. Ah, natürlich gibt er mir jetzt hier wieder meine verstärkten Pflanzen. Was soll das? Oh, ich habe nur Sonnendrops. Ich habe selbst keine Sonne. Also ich kann selbst keine Sonne pflanzen. Dim, 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 dim.
Nettes Level, nettes Level. Ich hoffe, jetzt kommen auch wirklich nur einfache Zombies. Das Höchste, was ich der Gefühle, wäre jetzt halt Pylonen-Zombies. Wenn es nach mir ginge. So, genau, da kommt doch schon der erste. Einmal Zombie. So, dankeschön. Ach, das ist jetzt natürlich ziemlich dezent doof. Jetzt kommen da oben auch schon welche. Willst du mich verarschen hier? So, zack. Lalalalalalala. Das ist natürlich jetzt aber trotzdem nicht so gut. Nur wirklich mit gedroppter Sonne, das ist eine recht schwierige Sache. Ich hätte warten sollen, bis der den runtergeworfen hat. Weil so wären wir definitiv sicher gegangen, dass er den zweiten auch noch runterwirft. Beziehungsweise vielleicht können wir ja vorher alles einfrieren. Okay, den dazu lassen bringt gar nichts. Obwohl, vielleicht hätte es doch was gebracht. Naja, egal. Die Sonne droppt halt so wenig. Das ist das Problem an der Sache. Die Sonne vom Himmel. Zack. So, alles eingefroren. Hier auf jeden Fall noch einen zweiten davon. Dididim. Dibidibib, dibidibib. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal so ein bisschen was an Offensiv-Defensive. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Oh Gott, die Bohne auf der mittleren Reihe. Hat's nicht geschafft. So, macht aber wenigstens das und da haben wir keinen. Okay. Machen wir vielleicht auch erstmal das hier. Wow, er hat gerade mal einen Eimer-Zombie damit geschafft. Das ist nicht gut. So, eine zweite davon. Einmal das hier bitte. Warum auch immer du jetzt nicht getroffen wurdest. Nur weil du in der Luft warst oder was? Blöder Cheater. Weg mit dir. Dim, 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 dim. So, jetzt haben wir hier schon die Verstärkung vom Duplinator, aber sie bringt uns im Endeffekt nichts. Weil ich einfach irgendwie bisher nicht genug Sonne zusammenbekommen habe. So. Das hat auf jeden Fall die Reihe erstmal ein bisschen aufgeräumt. Machen wir auch den hier. Stachelkraut. Zack. Schön alles einfrieren, während es auf dem Stachelkraut ist. Das ist die Devise. Einfrieren auf dem Stachelkraut, das steht auf meinem nächsten Shirt. Nicht, dass ich irgendwie schon welche hätte. Es gibt Ideen, es gibt Designs für theoretisch der HBK Failord Fan-Merch, aber das Ganze dann auch noch richtig zu organisieren und sowas alles, das müsste erst noch gemacht werden. Es gibt alles Ideen, es gibt Designs, es gibt Zeug, es gibt auch Leute, die da will ich sind, mir zu helfen. Hallo Shireen. Aber ja. Muss halt alles auch irgendwann gemacht werden. Und ich weiß nicht, also wenn es jetzt irgendwie nur zwei, drei Leute gibt, die das irgendwie wollen und die sich das holen würden und so, weiß ich nicht, ob sich das großartig lohnen würde, für zwei, drei Leute das zu machen. Ist jetzt natürlich blöd für diese zwei, drei Leute, aber trotzdem generell. Einfach nur so gemeint. Es sollte sich natürlich auch irgendwo ein bisschen rentieren, nicht mal wegen irgendwie, dass man Geld bekommt oder sonst irgendwie was, sondern einfach, weil, also ich würde da von dem Geld sowieso den geringsten Anteil bekommen. Den meisten Geldanteil würde natürlich die Seite bekommen, die das Shirt anbietet. Dann würde noch ein natürlich großer Anteil an die Künstlerin gehen oder den Künstler, je nachdem. Dann eine riesige Welle von Zombies nähert sich und das ist die letzte Welle.
Also in dem Falle Shireen, die da schon einige Designs gemacht hat, da würde dann natürlich, wenn denn Geld auch an irgendjemanden mit abgeht, dann natürlich hauptsächlich an die Künstlerin selbst, die sich da hingesetzt hat und diese Designs designt hat. Also da bin ich nicht so, dass ich mir das alles in meine eigene Tasche stecken würde, nur weil da mein Name draufsteht quasi. Ein Anteil schon, ist klar, denke ich mal. Ich meine, wenn da irgendwie schon so ein bisschen mein, sag ich mal, so ein bisschen mein Logo, mein Name und auch ein bisschen, keine Ahnung, im Englischen würde man sagen, my likeness benutzt wird. Also ich weiß nicht, wie es auf Deutsch genau bedeutet. Also ja. Das ist dann schon halt, glaube ich, klar, dass ein kleiner Teil da an mich gehen würde. Aber der größte Teil würde natürlich an die T-Shirt-Firma und natürlich T-Shirt-Designer gehen. Das ist unbestritten. Das muss keiner irgendwie... Kann mir keiner sagen, dass er das irgendwo nicht einsieht. Oder anders machen würde. Wenn ihr das anders machen würdet und euch das ganze Geld einstecken würdet, dann habt ihr irgendwo eine... Wird die überhaupt beschädigt, die Kanone in der Mitte? Die hat nicht geblinkt, wenn sie angeschossen wurde. Nee, wenn ihr das anders machen würdet, dann könnt ihr das ja in die Kommentare schreiben. Aber ich denke, ihr seid vernünftige Leute. Und ihr wisst, wie man sowas macht. Dass das nicht so toll wäre. Sich da das Geld für andere Leute Arbeit in die Tasche zu stecken. Tidim, 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 tidim. Boom! Alle einfrieren, alle kaputt machen und dann denke ich, sind wir auch mit diesem Level durch. Auch wenn es ein bisschen schwerer war, weil wir nur diese gedroppte Sonne, also vom Himmel, bekommen haben. Aber naja, hat auch so funktioniert. Und das mit verhältnismäßig wirklich einfachen Sachen. Und hier haben wir jetzt den Stachelstein. Der guckt sehr finster. Zerstört 3 rollende Objekte, verletzt Zombies, die drauftreten. Genau, und ein Gargantua muss 3-mal draufhauen, damit es kaputt geht. Und wir holen uns erstmal 2 Diamanten ab. Sehr schön. Wir sollten echt mal die Edelsteinparade machen, würde ich sagen. Irgendwann müssen wir die Edelsteinparade machen. Ich weiß nicht, ob jetzt oder später oder wie auch immer. Wir haben 63 Diamanten, das ist sehr gut. Wir kommen einer neuen Pflanze immer näher und hier haben wir einen neuen Pflanzenspot, Slot, dass wir dann eine Pflanze mehr pflanzen können im Spiel und das dauerhaft. Deswegen würde ich sagen, wär's es mit dieser Folge und in der nächsten Folge holen wir uns dieses Geschenk und diesen Slot. Aber das war's mit der Folge, Dankeschön fürs Zusehen und an der Stelle sage ich wie immer Tschüss, bis dann.